Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Part von Dynasty Warrior 4. Im letzten Part haben wir den Aufstand der Game Torbahne gemacht und weiter geht's mit der Allianz gegen Dong Suhr. Mal wieder. Greife Liu Yangs Verteidigungsbollwerk am Zishui-Tor an und bezwinge Liu Jui. Im Prinzip brauche ich das eigentlich nicht mehr vorlesen, weil wir haben das schon so oft durchgekaut. Ich muss aber auch dazu sagen, Yuan Shao, Yuan Shu, Gong Sun San, Cao Cao, Sun Jian, Liu Bei, Li Jui, Gu Zi, Li Ru, Hua Xiong, Fan Shu, Liu Fu, Gao Shun, Li Su. Ich muss auch schon dazu sagen, dass das letzte Mal, dass wir diese zwei Schlachten sehen werden. Endgültig. Weil die Nanman ziehen nicht bei Ulautor oder so. Ausnahme ist natürlich Dynasty Warrior 3. Da haben sie in Extreme Legends, ziehen sie dann auch gegen das Ulautor. Gegen Dong Suhr. Aber das sehen wir alles zu einem späteren Zeitpunkt. Irgendwie freue ich mich trotzdem drauf, irgendwann noch Dynasty Warrior 3 und 2 zu spielen. Aber es hat dann auch einfach für mich persönlich dann so, man hat es abgearbeitet. Wisst ihr, wie ich meine? Schickt die Versorgungseinheit noch nicht los. So, Li Su, du bist der Erste. Soll Cao Cao sich um das Bauernpack kümmern? So, Nifu, komm ran. Danke für dieses schlagartige Argument. Nächstes gehen wir hoch. Wir triggern mal wieder Hua Xiong, dass der sich mal raustraut, damit wir dann auch ein Duell gegen den machen können. Ich glaube, diesmal kriegen wir aber auch keine Cutscene, weil wir selbst Yuan Shao sind. Wenn der sich dann selber fragen würde, wer hat Hua Xiong getötet? Ach so, das war ja ich. Wäre aber trotzdem eine geile Cutscene. Zocke ich sonst noch was privat, was ich so erzählen könnte, abgesehen von Cyberpunk und Dark Souls 2? Eigentlich nicht. Obwohl, Dragon Ball Breakers spiele ich hin und wieder mal, so ein paar Runden. Weil das macht auch jetzt ziemlich Laune, nachdem die ja Crossplay endgültig eingeführt haben. Weil ich finde, das hätten sie von Anfang an reinbringen müssen. Weil wo das Spiel released worden ist, oder kurz danach, wo ich dann angefangen habe, es zu spielen, oder versucht habe, es zu spielen, ich habe da mal eine Dreiviertelstunde gewartet, bis da irgendwie mal Leute gefunden worden sind, die halt damit man eine Lobby voll kriegt. Also das war wirklich ein Griff ins Klo. Ich würde aber es trotzdem nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist, keine Frage. Ich meine, das Spielkonzept von Dead by Daylight, ist schon mal was anderes und passt auch, finde ich persönlich, eigentlich auch ganz gut ins Dragon Ball Universum rein. Ich hoffe, dass das Spiel nicht noch nicht tot sein wird, weil ich habe echt Spaß an dem Spiel. Da habe ich einmal Freezer gespielt, das ist auch gar nicht so lange her, und ich habe die ganze Runde dominiert. Alter, das war so geil. Aber natürlich erstmal die Möglichkeit bekommen, einen Schurken zu spielen. Da muss man schon einige Runden Überlebender spielen. Aber trotzdem, es macht trotzdem Spaß irgendwie. Als Überlebender bin ich da auch eher so, ja, nicht so doll drinne. Aber es kommt dann immer drauf an, finde ich, mit welchen Leuten man spielt.
wenn man mit Leuten spielt, die selbst da noch sehr neu drin in dem Spiel sind, dann ja, kann man sich mal darauf einstellen, dass man halt Niederlagen kassiert, aber es ist aber trotzdem, es fällt in dieser Sparte wie bei Fortnite rein. Man kann es eigentlich die ganze Zeit spielen, ohne dass man frustriert wird. Also so wirkt es halt auf mich. Weil ich sag mal, sowas wie Warzone, das frustriert einen wesentlich mehr als sowas wie Fortnite oder so. Gibt es keine Krieger, die Huang Xiong besiegen können? Das liegt aber auch daran, dass in Warzone man sich mit den Waffen auch beschäftigen muss, die man gerne spielt. Man muss halt mit der auch. Man ist mehr oder weniger auch gezwungen, mit der Meta zu gehen. Welche nach jedem Update, welche Waffe ist jetzt Meta? Das ist ein recht großer Vorrat. Bringt das zu Sun Jian, dann wird es euch da. Gut, auf zum Zishui-Tor. Feindlicher Offizier besiegt. Ihr könnt ja selber mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch Dragon Ball Z oder Dragon Ball The Breakers gespielt habt oder es noch vorhabt. Ich meine, ist jetzt auch kein Vollpreistitel, ne? Das ist ja das einzige Gute an dem Spiel. Ich meine, wir kriegen ja dieses Jahr sogar noch im Oktober, glaube ich, das neue Dragon Ball. Ich habe den Namen vergessen. Und zwar das neue, in Anführungsstrichen, Budokai Tenkaichi. Ich werde dir eine Lektion erteilen. Ich werde auf jeden Fall mal reinschauen, aber so wie es jetzt aussieht, weiß ich nicht, ob mir das gefallen wird. Liegt auch einfach daran, man hat den Screen gesehen für die Charakterauswahl und die Super Saiyajin, jeweiligen Super Saiyajin Formen sind extra Charaktere. Also da müsste ich mich erstmal reingucken, ob ich halt, wenn ich so Goku spiele, auch die in der normalen Form halt auch die Super Saiyajin Formen dann halt mich verwandeln kann und so weiter und so fort. Weil das ging halt in Budokai Tenkaichi 3 und das würde mich eben halt freuen. Vielleicht werde ich mich sogar runterziehen lassen und Budokai Tenkaichi 3 zumindest. Das ist halt eins der Spiele, was ich sehr viel gespielt habe. Von den Tenkaichi-Reihen. Dass ich das vor dem Release von Sparking Zero, so war es glaube ich, der Titel. Dass ich vorher Teil 3 nochmal spiele, um mich ein bisschen einzustimmen. Wenn es mir gefallen sollte, werden wir gucken, ob ich vielleicht mal ein paar Online-Runden mache. Ob ich dazu Videos mache oder vielleicht sogar vielleicht ein Livestream oder sowas. Das weiß ich noch nicht. Das werde ich spontan entscheiden. Ich muss auch dazu sagen, Budokai Tenkaichi 3 geht jetzt auch nicht so lange, also jedenfalls nicht von der Story her, weil die auch sehr runtergebrochen ist. Ich werde vielleicht mal gucken, dass ich dann, wenn ich irgendwie PS1 oder PS2 Spiele aufnehme, dass ich mich da mal wieder mal rantraue an das Spiel und werde gucken, ob ich es vielleicht sogar auf schwer spielen werde, weil ich habe noch einige ganz gut Kombos drauf und so. Da werde ich mich mal reinfuchsen nochmal. Das erste Ziel der Alliierten ist es, Lu Yangs Verteidigung am Zishui-Tor zu neutralisieren. Nachdem sie Huan Xiong geschlagen haben, besiegen Yuan Shao und die anderen Li Juis Truppen und brechen durch das erste Tor. Mit dem Hulao-Tor erreichen die Alliierten das letzte Hindernis zwischen ihnen und Dong Su. Doch das Tor wird vom mächtigen Lu Bu bewacht. Während die Alliierten Truppen die grausame Herrschaft des Dong Su beenden können. Doch das sehen wir erst im nächsten Part. Also, Leute, haut rein und ciao.